Oder suche ich mir noch eine andere? Hier oben wäre zwar eine übelste Produktionsinsel, aber die da braucht natürlich lange, bis sie bei mir ist. Überhaupt hat sie hier negative Umwelteinflüsse. Die wäre natürlich toll als Produktionsinsel. Aber da brauche ich erst die Technologie, um die erschließen zu können. Deswegen nehme ich jetzt mal wieder Fast Food, die hier oben. Einfach weil ich hier die... Das die beste... Ja, die hat auch negative ökologische Einflüsse, verdammt. Das ist also auch suboptimal. Die hier vielleicht, die ist aber genauso weit weg, da kann ich auch gleich die da oben nehmen. Dann nehme ich gleich die große hier oben. Die hat zwar dann erstmal eine ziemlich verringerte Produktivität dank dem Ökokraftwerk vor allem. Ist ein sehr ökologisches Kraftwerk, ein Atomkraftwerk. Sicher. Die Firma unterstützt ihre Bemühungen, neue Standorte. So, erweiterte Bauoptionen, die habe ich mir jetzt mal geschnappt, die brauche ich momentan allerdings noch gar nicht, richtig. Weil ich momentan hier mit denen noch zu kämpfen habe. Mit den Leutchen hier. Und erstmal natürlich die Stadt weiter ausbauen muss. Versteht sich ja von selbst. Oh, ja, das versteht sich nicht von selbst. Von existenzieller Bedeutung für die gesamte Menschheit. Drei Küsten Treibgut sind von essentieller Bedeutung für die gesamte Menschheit. Lassen Sie mich hier okay. Einige Dinge richtigstellen. Ist da die Weltformel drin, oder was? Wo ist Devi? Wo ist Devi? Da unten. Wieder mal am Arsch der Welt. Was will ich bitte mit einer Art Impulsbombe? Mein Gott, brauche ich nicht. Er braucht schon Impulsbomben. So, 10 Häuser können noch aufsteigen. Okay. Können die alle aufsteigen? Nee, oder? Das wäre ja seltsam. Was haben wir denn eigentlich jetzt für neue Bauoptionen freigeschalten bekommen? Kunststoff könnten wir bauen. Könnten wir, wenn wir denn wollen würden. Und wir können Tycoon-Schiffswerften bauen. Und zwar gibt es jetzt hier Logistik-Schiffswerft, Handelsschiffebau und Militärschiffswerften. Wir brauchen dann unbedingt eine... Und dann eine KI-Schiffswerft, die ist was Besonderes. Da brauchen wir was ein bisschen mehr zu. Dazu aber später. Möglich den Bau von Tycoon-Handelsschiffen. Die baue ich jetzt gleich mal, die Schiffswerft. Wenn ich denn genügend Werkzeug habe. Jetzt hat. Ich baue jetzt hier mal so an die Seite hin irgendwie. Hier so. Da kann ich nämlich gleich dann Handelsschiffe bauen. Frachtschiffe. Was baue ich denn jetzt mal? Hier drüben könnte ich eigentlich mal eine Bauzellenproduktion aufziehen. Theoretisch könnte ich das tun. Kann ich mir das denn leisten hier drüben? Weil ich muss hier möglichst unabhängig von den anderen werden. Von den anderen Inseln, weil die ist zu weit weg, dass ich die effektiv schnell versorgen könnte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Verdammt. Die Ökobilanz ist natürlich katastrophal hier auf der Insel. Das ist völlig logisch. Aber ich brauche jetzt erstmal Rohstoffe hier. Ich habe natürlich gar nichts, das ist klar. Baumöglichkeiten erweitert. Ich warte jetzt ein bisschen und nehme einfach ein bisschen was mit hier. Weil ich das einfach brauche. Beton wird auch schon fleißig produziert, das freut mich natürlich. So, jetzt brauche ich noch ein paar Bauzellen, weil Werkzeug haben wir momentan genügend eigentlich. Oder sogar zwei Ladekammern voll. Aber Bauzellen produziere ich ja gleich sowieso oben. Das heißt, da braucht man gar nicht so viel, also ne, konzentriere ich mich jetzt mal aufs Werkzeug. Okay, das passt schon. So, können wir das mal machen? Nun, wie ist der Stand der Dinge? Ja, bitte abschließen. Ergebnis unter diesen Bedingungen. Wie das sprichwörtliche Feld. So, kaufe ich gleich mal bei dem was, wenn ich schon mal hier bin. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Bis 760 kann man sich das ja mal leisten. So, haben wir denn Bauzellen? Ein paar. Ja, da kann ich zumindest wieder ein paar Häuser bauen. Wenn auch nicht wirklich viele. Neue Bauoption schon wieder? Munition könnte ich bauen, okay. Ich muss aber auch früh genug schauen, dass ich eine Kriegsflotte zusammenbekomme. Denn sonst wird das hier nichts. Mit dem Bestehen gegen Sokov und den anderen Typen da. So, den Rest nehme ich wieder mit, ist jetzt egal. Jetzt baue ich das mal kurz fertig hier. Also erstmal hier kurz
natürlich ein Kraftwerk setzen. Dass da was produziert wird an Strom. Sonst wird es natürlich nichts mit unserer Bauzellenproduktion. Ja, ist gleich vorbei, immer mit der Ruhe. Nein, verdammt. Das muss schon passen. Ich habe ja volle Baukostenrückerstattung, das ist ja relativ egal. So, jetzt wird hier das Zeug noch produziert. Okay. Munition. Soll ich mich da gleich drüber wagen? Weiß ich gar nicht. Ich könnte. Habe ich hier eine Eisenüberproduktion eigentlich? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Hätte mich jetzt auch gewundert. Sand haben wir viel zu viel. Das wundert mich jetzt auch eher weniger. Kann ich eigentlich mal hier... Kann ich ja kombinieren. Mit Bauzellen. Das geht ja. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also diese Sanddinger sind cool. Die Sandaufbereitungsanlagen. Was fehlt denn denen? Denen fehlt es an... Kalk. Also mache ich immer eine weg, weil ich die wahrscheinlich nicht unterhalten kann. Also unterhalten, ne? Ich kann die nicht, versteht sich, ne? Was laber ich heute? Das ist der Wahnsinn. Irgendein Bullshit daherlabern, das kann ich auch wunderbar, oder? Ihr seid es ja schon gewohnt von mir. Also das ist ja für euch wahrscheinlich nichts Neues. Dass ich irgendwelchen Bullshit wunderbar daherlabern kann. Sonst wäre ich ja kein Let's Player. So. Aufsteigen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Läuft langsam. Läuft langsam alles ein bisschen an hier. Jetzt bräuchte ich nur irgendwie dann Kapazitäten für... Oder Rohstoffe, besser gesagt, für die Fastfood-Produktion. Ja, habe ich aber momentan eigentlich viele Rohstoffe, sage ich mal. Das heißt, ich kann das eigentlich bauen. Ich brauche nur kurz den Bauplan, Sekunde. Weil ich mir den sowieso nie merken kann. Erstmal aus meinem Papiergewühl hier mal rausfischen. Ah, verdammt, Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon angestoßen. Das wollte ich gar nicht. So, Fleisch, Aromastoffe, Fertiggerichte. So. Da haben wir es. Alter Schwede, das ist ein Bauplan. 18 mal 29 Felder. 18. So, dann, wie ist denn dieses Ding hier gebaut? Ich drehe das mal um. Ich baue das mal anders. Nee, da kann ich es nicht lesen. Scheiße. 2, 4, 6, 7, 1. Hier kann ich anfangen. 2, 4, 6, 7. Wie viel dann rüber? 4, 8, 11 und 15. Okay, 15 Felder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich hoffe, das passt so. Sonst habe ich jetzt ein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier müsste es genauso sein. Nur halt auch passend. 3, 4, 5, 6, 7. Hier müsste es so sein. Und hier dann so. Ich hoffe, das passt. Ich glaube aber schon. Ich bin jetzt einfach mal guter Dinge hier. Aroma. Ja, natürlich. Ich brauche Beton. Sag mal, das ist doch einer. Ich nehme jetzt mal nochmal alles mit hier, was ich habe. Weil ich das da drüben brauchen werde. Wahrscheinlich. Sehr höchstwahrscheinlich sogar. Ja, das kann ich da lassen, die 7 Tonnen Beton. So knauserig brauche ich da jetzt nicht sein. Oder... Ach, ihr wisst, was ich meine. So brauche ich mich da jetzt nicht anstellen, so war das gemeint. Hier sind dann auch sehr viele Flussbauplätze. Das wäre für Ecos sehr gut. Für uns jetzt eher weniger. Naja, ist ja egal. Pause wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich beschleunigen. Maximum der Lagerkapazität erreicht. Ach so, das Kraftwerk kann hier nicht dran. Des inselweiten Warenlagers empfohlen. Ach so, das Kraftwerk kann hier gar nicht dran. Deshalb bockt es hier rum. Deshalb haben wir hier keine Energie. Hier kann ich ernsthaft jetzt... Das bin ich gar nicht gewohnt, dass ich da einen Weg bauen kann. Das darf ich nicht machen, weil hier brauche ich den Platz. Ja, ja, dieses Tutorial von Eve brauche ich jetzt wirklich nicht. So, Beton haben wir jetzt und dann können wir eigentlich anfangen. Da müsste das auch eigentlich funktionieren, dass wir den Bauplan bauen können. So zumindest in der Theorie. Schauen wir mal, wie es in der Praxis abläuft. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ich war heiß.
So, einmal hier, dann hier, Energieversorgung mangelhaft. Hier, Energieversorgung hier mangelhaft. Und hier. Funktioniert sogar, cool. Energieversorgung mangelhaft. Verdammt. Nicht genügend Beton. Naja, zumindest mal einer. Zumindest mal einer. So, wie läuft es jetzt hier ab? Hallo, bitte drehen. 3 von 3 brauche ich nur, okay. Ach so, so funktioniert das. Ich war schon wieder verwirrt, wie die Felder denn gebaut sind. Oh, da ist jetzt bei uns was umgefallen. Passiert. So, der braucht auch drei Felder. Okay, wunderbar. Ach ja, genau so war das hier. I see. I fail. Ja, immer dieses unkonzentrierte Gebaue hier von mir. Schlimm, ne? Ach, falsch. Hier muss ich hin. Aber irgendwie stimmt es doch nicht, oder? Ich glaube, das war hier so. War mehr hier so, oder? Ach, schon wieder der falsche. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, hier so war das. Genau. Hier so. So, jetzt brauche ich aber Beton. Das muss ich gleich mal rüber transportieren. Und dann kann ich endlich die 3 weiteren Produktionen hier aufbauen. Ich nehme nochmal alles mit, weil ich das sowieso brauche auf unserer Produktionsinsel. Das wird dann wahrscheinlich so mit die Hauptproduktionsinsel da oben werden. Habe ich so ein Gefühl. Und da richte ich auch gleich eine Route ein. Ich kann ja gleich mal ein Schiff bauen. Zumindest in der Theorie könnte ich eins bauen, wenn ich Bauzeilen hätte. Jetzt hat. Ich brauche hier hinten dann auch noch ein Casino. Eine Casino. Alter, ist eine Casino. Und hier brauche ich dann noch diesen schwarze Wahrheitsministerium. Da muss ich erstmal warten, bis das Zeug da ist. Aber ich kann mir ja schon mal merken, dass ich... Verdammt. Hier glaube ich war es, oder? Hier kann ich weitermachen. Jep, hier kann ich weitermachen. Also bau keinen Mist. So. 9 Tonnen Fisch. Ja, das kann ich gern machen. Du kriegst sogar mehr. Ich brauche unbedingt Fisch. Stelle ich gerade fest. Registriere neues Fahrzeug. Ich brauche Fisch. Unbedingt schnell, sonst verhungern mir meine Leute. Das wäre ja auch nicht so toll. Baue ich jetzt hier mal an die Werft dran. Einfach weil Baum. So, dann schauen wir mal. Außen kann ich auch schön Fisch bauen. Das wird dann hoffentlich auch abgeholt werden. So, wunderbar. Fisch haben wir. So, gleich eine Route. Und das Ding hier benennen. Also, wenn ich das mal vergessen sollte, erinnert mich dran. Hier zwischen diesen 2 Inseln. Fast Food laden wir gleich mal 2,1 sicher. Wird zwar wahrscheinlich niemals reichen, aber ist ja egal. Das Frachtschiff. Oder kann ich mal hier vielleicht... Die militärischen Schiffe bekommen ein M hinten dran für Military oder Militär. Damit ich das im Routendingens auseinanderhalten kann. Ist voll mit System, ja. Voll das System, Alter. So, was laber ich hier? Schlimm. Ich und mein Gelaber immer. Hier muss ich dann später noch schauen, dass ich hier noch irgendwo ein Casino hinbekomme. Obwohl ich das, glaube ich, auch anders baue. Ich glaube, das baue ich hier irgendwo hin. Weil ich hier sowieso nicht expandieren kann in die Richtung, oder? Wäre jetzt irgendwie ineffizient, wenn ich das hier bauen würde. Ich glaube, ich baue das mehr so hier hinten, oder? Hier so ist es aber auch ineffizient, weil es sich hier so überschneidet. Das ist allgemein irgendwie immer ineffizient, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier baue ich es mal. Und dann hier drüben noch irgendwann mal eins. Dann habe ich hier so zumindest mal das meiste im Einflussbereich. Schaut dann so ein bisschen aus wie eine Mickey Maus. So, der hat mir Werkzeug verkauft. Wunderbar, jetzt könnte ich vielleicht auch diesen Info-Hive schon bauen, oder? Warte ich kurz nochmal auf 20 Tonnen Beton. Obwohl ich eigentlich kurz mal in der Zwischenzeit hier ausbauen könnte. Okay, Bauzahlen haben wir hier oben genug. Das wundert mich jetzt weniger. So, dann haben wir das.
wenn ihr irgendwas rumschreien hört im Hintergrund, nicht wundern. Wir haben jungen Besuch, sehr jungen Besuch.